Ich komme zum Thema, wo wir uns jetzt hingearbeitet haben. Nämlich, also nun ist tatsächlich etwas geschluckt worden. Und eben hat eine Kollegin, ich weiß nicht mehr, wer es war, einen sehr klugen Satz gesagt. Ist das nicht so wie bei Carcinosinum, Verantwortung abgeben? Der Ösophagus ist sowas. Ich schluck's mal runter und der Magen kann jetzt sehen, wie er damit klarkommt. Genial, genial. Karzinosine-Krankheiten zeichnen sich dadurch aus, dass Verantwortung abgegeben wird. Auch in der Krankheit selbst sehen wir das immer wieder. Verantwortung wird abgegeben, die Ärzte sollen machen oder jeder soll machen und zusehen, wie die anderen damit klarkommen. Das ist kein böser Wille, sondern es ist ein Teil dieses Krankheitsbildes. Obwohl das im Kern starke Persönlichkeiten sind. Das widerspricht sich ja total. Starke Persönlichkeiten übernehmen Verantwortung. Aber hier haben wir ein Krankheitsbild, was eben sehr, also sagen wir ganz massiv in unserer Zeit uns das vor Augen führt. Es wird alles immer viel bequemer und man gibt immer mehr Verantwortung ab. Da habe ich nichts mit zu tun, das ist nicht mein Ding. Und da kümmere ich mich jetzt nicht drum, ich schluck das mal runter und dann kann die nächste Instanz sehen, was sie damit macht. Und genau das ist eben auch bei Magen-Darm-Problematik. Das, was wir in der Praxis erleben bei Magen-Darm-Problemen, hat, darum habe ich das so aufgebaut, sehr häufig schon Vorläufer-Probleme, die wir jetzt alle angeschaut haben, vom Zahn bis zum Ösophagus. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, wo wir ja sehr viel Information haben und wo wir auch sehr häufig mit konfrontiert sind, Magen, also Unverträglichkeiten im Magen und. Und da tun sich natürlich ganz viele Bereiche auf, inklusive der Allergien, die ja erfreulicherweise sich bei einigen noch auf der Haut niederschlagen. Aber Allergie und Unverträglichkeit sind eben zwei völlig verschiedene Bereiche. Die Allergie, die wirklich ausgewachsene Allergie, ist das Alibi, nicht leben zu müssen. Muss man sich klar machen. Arznei- oder Lebensmittelunverträglichkeit ist eine psorische Angelegenheit. Das ist ein Riesenunterschied. Und eine richtige Allergie, also Dinge nicht akzeptieren zu können, bis hin Sonnenlichtallergie, Lebensmittel, also Lebensmittelallergien aller Art und zwar riesige Latten und so weiter. Das sind alle, gehört alles mit in die Karzinogenie. Sie verhindert den Menschen am Leben zu 100% teilzunehmen. Das macht dieser Mensch nicht absichtlich. Es gibt hinter den echten Allergien wirkliche große Themen. Und die müssen wir selbstverständlich ernst nehmen. Aber das ist nicht zu verwechseln mit einer Nahrungsunverträglichkeit. Ich habe keine Allergie, wenn ich weiß, dass ich persönlich keine Bananen vertrage. Dann kriege ich Pickel und die sind nicht schön, diese Pickel. Das bekommt mir nicht. Mir wird schlecht. 1000 andere Menschen sagen, alles besser durch Banane. Das ist eine Lebensmittelunverträglichkeit, die jeder zum Beispiel auf seiner Nahrungsliste auch aufzeigt. Das tut mir nicht gut. Ja? Und dann esse ich eben also nur ausnahmsweise mal ein Stück Banane oder so im Eis oder was weiß ich wo. Aber ich weiß, dass ich das nicht häufig essen sollte, weil es mir einfach gar nicht bekommt. Und da gibt es Lebensmittel, die wir nicht vertragen. Das hängt zum großen Teil damit zusammen, welche Enzyme Menschen haben, um Nahrungsmittel aufzuschließen. Und da wir nicht alle gleich gestrickt sind und wir auch vieles gelernt haben durch bestimmte Ernährungsweisen als Kinder, ist einfach die Magen- und Darmverdauungsgeschichte sehr empfindlich sein. Aber prinzipiell müssen wir das unterscheiden. Das eine ist eine Karzinosine-Erkrankung und das andere ist eine psorische Erkrankung. Die Psora verträgt so einige Sachen nicht und reizt, das ist ja das Wesen der Psora, ist gereizt. Ja, die Schleimhäute sind gereizt durch Nahrungsmittel, der Magen ist gereizt, der Darm ist gereizt. Diese ganzen Reizphänomene sind psorische Krankheiten. Also das erstmal voran. Und wenn wir mit dem Magen beginnen, dann sind wir bei dem großen Thema alles, also im Zentrum steht der Kaiser, das Kaisermittel Lycopodium. Wir sind in der Mitte der Psychose. Es geht um das Thema Mitte.
Es geht auch darum, irgendwo anzukommen. Jetzt kommt ja auch die Nahrung, zack, jetzt ist sie im Magen drin. Und der Magen ist deshalb so wichtig, weil er die letzte Instanz ist im Verdauungssystem, wo eine Umkehr noch möglich ist.